Wie verwende ich eine Pivot-Tabelle in Google Spreadsheets? Genau das sehen wir uns heute in diesem Video an. Viel Spaß beim Ansehen! Ich befinde mich nun in einer neuen Arbeitsblatt von Google Spreadsheet. Ich habe hier im Arbeitsblatt 2 meine Daten und möchte diese nun über die Pivot-Tabelle auswerten. Dazu kann ich im Menü unter dem Bereich Daten, Data, Pivot-Tabelle auswählen und erhalte ein Fenster, in dem ich angebe, wo sich meine Daten befinden. Ich wähle das aus, bestätige mit OK und sage Pivot-Tabelle erstellen. Wie man sieht, ist der Aufbau sehr ähnlich wie in Microsoft Excel. Ich habe rechts ein Menü, wo ich dann die einzelnen Zeilen, Spalten und Werte und auch Filter setzen kann. Zunächst, was mir aufgefallen ist, ich kann diese Pivot-Tabelle nicht verschieben. Dazu muss ich diese selektieren, ausschneiden und in eine andere Zelle einfügen. So kann ich eine Pivot-Tabelle verschieben. Im nächsten Schritt, wie man hier sieht, bietet Google Spreadsheets an, Vorschläge in der Pivot-Tabelle zu verwenden. Also beispielsweise hier kann ich den Salespreis automatisch schon nach Datum mir aussuchen. Wenn ich das mache, werden nun die Filter dementsprechend gesetzt und erhalte nun diese Auflistung. Wenn ich das nicht möchte, kann ich auch das ausblenden und meine Felder manuell zusammenstellen. Beispielsweise möchte ich nun in den Zeilen die Länder. Und habe hier auch nochmals die Möglichkeit, die Sortierung vorzunehmen, ob sie aufsteigend oder absteigend ist und auch, ob ich eine Gesamtsumme anzeigen möchte. In diesem Fall ja. Und ich gebe nun im Wertebereich, gebe ich nun meinen Umsatz hinein und muss noch sicherstellen, dass dieses Wertfeld auch als Summe berechnet wird. Ich habe neben der Summe auch noch viele weitere Berechnungsmethoden, die ich verwenden kann. Auch hier gibt es eine weitere feine Einstellung, ob ich nach Prozent der Zeile, der Spalte oder des gesamten Betrages mir darstellen möchte. Ich belasse es auf Standard und erhalte nun meine erste Auswertung. Ich habe auch die Möglichkeit, nun in den Spalten noch ein weiteres Feld hinzuzugeben, zum Beispiel das Produkt, und habe nun den Aufriss der Umsätze nach den Produkten. Auch hier wieder die Möglichkeit zu sagen, ob ich eine Gesamtsumme haben möchte. Am Ende, ich blende diese aus und kann jetzt noch auch Filter, mehrere Filter verwenden. Beispielsweise möchte ich denn das Segment noch filtern. Hier ein wichtiger Unterschied zu Microsoft Excel. Die Filterung kann ich nur hier in der Pivot-Tabelle vornehmen. Das bedeutet, ich muss hier in der Filterung vorweg schon die einzelnen Elemente selektieren. Das sind sozusagen die grundlegenden Funktionen der Pivot-Tabelle in Google Spreadsheets. Ich habe auch noch die Möglichkeit eines Drill-Through, also ich kann auch mit einem Doppelklick mir die einzelnen Datensätze ansehen, wie das hier der Fall ist, und kann durch einen Klick zurück wieder auf meine Pivot-Tabelle zurückkehren. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, und wir sehen uns bald. Tschüss!